Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS 19 hier von der Nordfriesischen Marsch Vierfach. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt hier auf meinem Kanal Dennis Gaming. Ja, wir sind eigentlich da, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Jetzt am Unkraut jäten sozusagen, am Unkraut entfernen auf Feld 20 in dem Fall. Des Weiteren haben wir einen Helfer unterwegs auf Feld 17, der am Düngen ist. Und wir haben nach wie vor den Strohabfahrer, der mal ein bisschen Sorge bereitet, weil irgendwie will er nicht so, wie ich das will. Da müssen wir nochmal gerade gucken gleich, was da denn los ist. Also irgendwie habe ich jetzt schon verschiedene Einstellungen probiert, aber irgendwie, entweder will er nicht abladen oder er will nicht wieder anfangen, wenn er am Feld zurück angekommen ist, nach dem Abladen. Ja, weiß ich auch nicht. Also irgendwie ist das ganz komisch gerade. Muss aber auch dazu sagen, dass ich mit der Einstellung sowieso immer Probleme habe, weil immer mache ich das falsch und muss erstmal ein paar Mal probieren, bevor es läuft. Also das ist wahrscheinlich nur meine eigene Blödheit und nichts anderes. Aber mal gucken, vielleicht geht es ja jetzt. Ich habe den nochmal neu losgeschickt sozusagen, habe das alles nochmal neu eingestellt. Vielleicht haut das ja jetzt hin, in der Zeit, in der wir hier gerade Unkraut entfernen von Feld 20. Danach schicken wir den direkt auf das Nachbarfeld hier links von uns, die Nummer 2. Da sage ich aber ganz offen, da schicke ich den mit Cosplay ran. Weil wir auch zwischendurch immer was anderes machen müssen. Und dann, boah, ich glaube, dann hauen wir uns die Ernte kaputt, wenn wir da wahrscheinlich bei der nächsten Wachstumsstufe immer noch durchfahren, weil wir das nicht geschafft haben. Weil ich ja auch mal wegzwitschen muss und mal hier, mal da und hier gucken muss und so weiter. Ne? Deswegen, wir machen jetzt mal dieses Feld hier ganz entspannt. Das ist ja, ne, Feld 20 ist ja überschaubar. Außerdem müssen wir auch noch die Wiesen mähen. Und da habe ich mir gedacht, also habe ich mir überlegt, ob wir da Silage von machen wollen. Auch, also Silageballen in dem Fall. Oder ob wir tatsächlich beim Heu bleiben, wie ursprünglich gedacht. Ich habe mir da Gedanken drüber gemacht und ich denke, es wirklich Heu, wie ursprünglich gedacht, wäre am sinnvollsten. Silageballen können wir immer noch machen. Da haben wir noch genug Zeit für. Wir haben ja jetzt erstmal Silage, beziehungsweise ist sie gerade am Gären. Da hinten ist ja unser Durchfahrsilo. Nein, kurz runter starten, so. Das heißt, Silageballen selber brauchen wir jetzt nicht. Heuballen ist jetzt, glaube ich, auch der falsche Zeitpunkt für. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir Mischfutter bekommen für die ersten Kühe. So, und das ist, glaube ich, erstmal Priorität 1. Dafür haben wir Silage da. Stroh fahren wir gerade ein. Als drittes brauchen wir Heu. Dafür haben wir noch zwei Wiesen, nämlich einmal die, auf die wir gerade zufahren, und die links beim Kuhstall oder hinterm Kuhstall. Das heißt, wirklich, meine Intention ist, wir machen erstmal Heu. Und Silageballen oder allgemein Ballentechnik insgesamt machen wir auf jeden Fall. Das steht außer Frage, aber nicht heute. Oder nicht in den nächsten 1, 2, 3 Folgen. Also eher wahrscheinlich in Richtung Folge 10 vielleicht. Mal gucken, wie wir das zeitlich auch schaffen. Das ist natürlich auch wichtig. Aber jetzt erstmal nicht. Ich glaube, da stimmt ihr mir auch zu, weil das wäre jetzt wäre das totaler Quatsch, Heuballen zu machen. Oder Silageballen wäre noch schlimmer. Wo wir ja Silage gerade gern lassen, sag ich mal. Nee, das wäre Blödsinn. Wir bleiben hier lieber so, wie wir jetzt sind. Wir machen das so wie geplant. Wir machen daraus Heu. Wenn ich hier fertig bin mit Unkraut jäten, Unkraut entfernen, ich sage immer Unkraut jäten, Unkraut entfernen, dann kümmern wir uns um das Mähen auf den anderen Wiesen und dann machen wir daraus Heu.
Müssen wir noch einen C dafür kaufen. Das ist kein Problem, das kriegen wir hin. So. Ja, was gibt es Neues? Seit der letzten Folge nicht viel. Das ist immer das Ding, wenn man mehrere Folgen am Stück aufnimmt, aus organisatorischen Gründen. Es gibt meist nicht so viel Neues, also ich kann nicht mal einen neuen Mod präsentieren, weil wir in der gleichen Aufnahmesession sind wie die ersten 6 Folgen. Das heißt, es gibt auch eigentlich keine neuen Mods in der Regel. Das kann mal passieren. Aber das ist doch eher seltenst der Fall. Aber das geht nun mal leider nicht anders, weil organisatorisch kriegt das sonst nicht hin. Alternative wäre, es gäbe gar keine Folge. Und damit wäre ich nicht so ganz einverstanden. Deswegen machen wir das so. Immer einige Folgen am Stück und im Anschluss dann. Oh, warte mal. Da habe ich nämlich ein Stückchen Unkraut vergessen. Einige Folgen am Stück, wie gesagt, und dann gibt es Updates, Ideen, neue Sachen etc., Umsetzungen, wie auch immer, zur nächsten Aufnahmesession. Das heißt, ich nehme für eine Woche auf und dann kann ich auch Tipps, Ideen, Anregungen, Kritik und so weiter mit einbauen in die neue Aufnahmesession. So, der Strohabfahrer ist bei, also der ist immer noch nicht beim Stroh angekommen. Ich habe den nochmal von Anfang an neu fahren lassen. Deswegen fährt er jetzt die ganze Strecke ab, die er eigentlich schon gemacht hat. Gucken, wo ist er denn gerade? Ich sehe ihn leider nicht. Ach, da. Okay, dann müsste beim zweiten Vorgewende sein. Das heißt, halbes Feld noch. Dann müsste er. Ich wollte gerade sagen, hä? Wer ist da denn fertig? Das ist der Kollege hier. Okay. Halbes Feld noch. Dann müsste der Kollege fertig sein. Hey, Motoren. So, ja, ich hatte schon öfters gesagt, ich mache zwischendurch mal Screenshots. Das heißt, wenn das hat verschwindet, dann liegt das daran, dass ich mal einen Screenshot mache zwischendurch. Na? Weil irgendwie muss ich die ja auch machen und so ist es für mich am sinnvollsten. Als wenn ich dann noch hinterher irgendwie vielleicht noch einen Screenshot erwische, den ich gar nicht gemacht habe in dem Video. Beziehungsweise eine Aufgabe, die ich in dem Video gar nicht gemacht habe. Das ist auch immer ein bisschen blöd. Ne? Damit das so ein bisschen passt, ein bisschen einheitlich ist. Dauert schon nicht mehr lang, dann können wir schon mal tatsächlich Licht anmachen. Schon mal, ich habe mal gerade auf 1 zurückgestellt, weil ich ein bisschen die Befürchtung habe, dass wir gleich sonst die nächste Wachstumsstufe haben und hier dann auf dem Feld die Ernte kaputt machen. Ne? Das muss ja auch nicht sein. Gerade wenn wir mittendrin stehen, ne? Dann können wir lieber warten, bis tatsächlich neue Wachstumsstufe ist oder eben entsprechend, jetzt ist ja der Trecker mit dem Traktor mit der Pflegebereifung fertig. Dann können wir den gleich nehmen für das nächste Feld.
dann braucht der Case das nicht machen. Aber ich wollte hier schon mal ein bisschen vorarbeiten und vor allem wollten wir ja auch immer mal was anderes machen, immer was Neues. Und das tun wir ja hiermit auch, ne? So wie auch gedacht. So, sehr schön. Der Strohabfahrer ist auch wieder voll einsatzbereit sozusagen. Der ist halt hier voll am Aufladen. Das sehen wir oben links. Und dann müssen wir eigentlich mal hoffen, das kriegen wir diese Folge auf jeden Fall noch mit, ob der dann auch vernünftig ablädt und dann wieder zurück zum Feld fährt und weitermacht. Das ist eben die Geschichte. Das hat eben nicht so gut geklappt. Da bin ich mal gespannt. Da bin ich mal echt gespannt. Ich hoffe. Mal gucken, mal gucken. So, wir haben jetzt hier den letzten Streifen Unkraut. Und dann tauschen wir den Traktor einmal aus. Dann nehmen wir eben entsprechend den mit der Pflegebereifung, ne, der New Holland, den wir neu gekauft haben in der letzten Folge. Den nehmen wir dann hierfür natürlich. Und dann können wir den Case für was anderes benutzen. Müssen wir mal gucken, ob wir irgendwas haben. Wie wäre es, wenn wir schon mal Kühe kaufen? Wir haben fast alles da. Außer Silage halt. Das ist das Problem. Ne, guck mal, das klappt nicht. Jetzt sagt er wieder, er muss entladen werden. So, warte mal, wir fahren mal hier vom Feld runter. Und dann gucken wir nochmal, was hat er denn? Der muss entladen werden. Ja, okay, das ist klar. Ist das denn der? Nee, ich hatte letztes Mal diesen Punkt. Abfahrer einstellen. Dann fährt der zwar ab. Das ist ja halt auch völlig falsch, wie er abfährt. Der fährt jetzt alle. Nee, du sollst sofort abfahren. Das ist ja falsch. Ist denn der hier der Richtige? Wirklich? Kann ich mir auch nicht vorstellen. Weil er fährt jetzt irgendwie den gesamten Kurs ab, bis er am Endpunkt angekommen ist und fährt dann abtanken. Aber das ist ja falsch. Das ist ja nicht richtig. Oder haben die irgendwas noch eingebaut hier? Das ist ja Quatsch, das ist ja totaler Blödsinn. Verstehe ich nicht. Was ist das denn hier? Bunkersilo? Nee, das ist auch Quatsch. Bunkersilo wollen wir nicht befüllen. Farmsilo-Befüllung. Müssen wir das machen? Nee, oder? Es gibt ja auch nicht mehr den Punkt sofort abfahren. Den gab es doch hier immer.
Weil der soll halt nicht jetzt hier den Kurs abfahren, der soll ja abfahren. Also, ne? Ihr wisst, was ich meine. Aber das macht er irgendwie nicht. Warte mal. Und wenn ich jetzt sage, den zum Hof, den. Jetzt fährt er. Und wenn ich sage, den und den, was sagt er dann? Nichts anderes, macht er genau das Gleiche. Verstehe ich nicht. Also wenn ihr da wisst, warum das so ist, jetzt fährt ihr den ganzen Kurs erstmal ab, oder wie? Oder fährt er jetzt nur zum nächsten Punkt, wo der Hof, der Feldausgang ist sozusagen? Also richtig ist es ja grundsätzlich erstmal nicht. Der hat ja sonst, wenn er fertig war, sozusagen abgebrochen und ist dann zum Entladepunkt gefahren. Wir gucken mal. Vielleicht ist das ja tatsächlich so. Oder muss ich tatsächlich den anderen Punkt nehmen? Beladung am Startpunkt, das macht ja gar keinen Sinn. Na, weißt du? Ne, jetzt fährt er da rum. Wenn ich sage, sofort abfahren, passiert nichts. Entlassen. Dann kann ich nicht sagen, sofort abfahren. Leute, wenn ihr das wisst, schreibt es mal gerne in die Kommentare, weil irgendwie, ich verstehe es nicht. Warum das halt so ist, wie es ist. Ne? Schreibt es mal in die Kommentare, mich würde das interessieren, weil irgendwie macht das für mich keinen Sinn gerade. So, du kannst dahin, wir holen mal den Kollegen Schmalfuß vom Feld. Also da weiß ich jetzt auch gerade irgendwie nicht weiter. Das muss ja auch genauso ähnlich dann mit mit dem Abfahrer vom Drescher funktionieren, aber das funktioniert ja dann halt eigentlich auch nicht. Also der tankt zwar jetzt ab und fährt dann jetzt zum Feld zurück gleich, so hat er es zumindest eben gemacht, und wird dann dort stehen bleiben, bis ich ihm sage, wo er weitermachen soll. Das ist ja kein, das macht ja keinen Sinn. Ja, weißt du, das ist das Ding. Das verstehe ich nicht ganz. Das verstehe ich nicht so ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist irgendwie ein bisschen... kurios, will ich mal sagen. So, jetzt fahren wir hier gerade erstmal. Oh, ich sehe gar nichts. Die Feldspritze zurück in die überdachte Behausung. Mal gucken, vielleicht funktioniert das ja jetzt doch mit dem Strohabfahrer, aber ich habe so ein bisschen meine Zweifel, ehrlich gesagt. So, der steht jetzt auch wieder bei 0 km/h, der macht nichts.
Ja, da muss ich mir noch Gedanken zu machen. Ich habe keine Ahnung, vielleicht gucke ich mir noch mal ein Video an oder so. Ja, warum das jetzt so ist, ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. Das klären wir in der nächsten Folge. Da habe ich hoffentlich Neuerungen für euch, neue Ideen, eine Lösung parat, vielleicht auch, hoffentlich. Ja, bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und auf Wiedersehen. Tschüss.